Neulich in Berlin, in meinem Lieblingsspätkauf, kaufe ich Tabak, den ich seit der Pubertät rauch. Dazu noch eine Stulle mit jeder Menge Bärlauch. Vertrage ich nicht so gut und krieg davon einen schlimmen Blähbauch. Also gut, ich wollte noch in die Stadt gehen. Von den hübschen Mädels kann ich mich kaum satt sehen. Ich hoffe nur, dass die nicht so krasses Platt reden. Doch wegen mir muss ich keine 180 Grad drehen. Doch mit nem Blähbauch und einer Bärlauchfahne ist es nicht so einfach mit Kontaktaufnahme. Und obwohl ich echt auf einen kleinen Fickbock hab, bleibt die Zielsetzung heute Blickkontakt. Ich also in die erste Kneipe rein. Gehört nicht viel dazu, um wirklich frei zu sein. Ich meine, es noch früh, drum bin ich leider allein. Denk mir deswegen aber nicht, komm, bleib mal daheim. Dann seh ich ne Silhouette an der Wand. Eine wunderschöne Frau hab meine Chance erkannt. Und während sie für nen Drink an der Bar anstand, beginn ich leidenschaftlich meinen Paarungstanz. Wir verstanden uns blind, so wie taube Brüder. Sie war eine Rose, ich war grauer Flieder. Sie war echt der Hammer, ich eher Schraubenzieher. Sie mag Erdbeer, nicht Trauben lieber. Ja, für dich, Baby, werd ich zum Glaubenskrieger. Knie vor dir im Staub auch nieder. Ich schreib für dich dann schlaue Lieder und küss dich auf die Augenlider. Kaum glauben, wie wunderschön sie war. Sicher in den Top 5 der Frauen, die ich heute Abend sah. Naja, vielleicht war sie auch in den Top 8. Auf jeden Fall die einzige, die heute mit mir sprach. Ich fühlte mich echt locker und war entspannt. Hatte schon ein paar Gläser meines Wahrheitstranks. Und obwohl ich ob des Bärlauchs wahrlich garstig stank, stellte ich mir vor, dass sie in meine Arme sank. Ja, wir redeten, als kennen wir uns schon seit Jahren. Zum Beispiel übers Wetter und den hiesigen Busplan. Darüber, dass Netzsein besser ist als Kämpfen. Über Rezeptideen und das Leben anderer Menschen. Wir schweigen und sie sieht ihr Smartphone an. Sie sieht dabei so gut aus, wie man nur aussehen kann. Wir schweigen und sie sieht sich andere Männer an. Vermutlich als Bestätigung für ihren guten Fangschirm. Sie guckt auf den Fuchsboden und kaut auf ihrem langen Haar. Oh ja, oh yeah. Und ich merke immer mehr, was für ein tolles Paar wir waren. Ich stell mir vor, dass ich eine App auf ihrem Smartphone wär. Sie mit ihrem Finger über meinen flachen Körper fährt. Doch dann kommt so ein Typ, so ein 2 Meter Hau drauf. Stellt sich zielstrebig zwischen mich und meine Traumfrau. Er sieht mich an, als würde ich Toy Collect die Maut klauen. Schwarz-Weiß denken wie ein Panda-Bär auf Brautschau. Ich zu ihm, sag mal, willst du, dass ich dir aufs Maul hau? Wenn du hier versuchst, dass du mir die Frau klaust. Worauf immer Mädchen herzlich und auch laut lacht, bevor sie sich mit dem Typen aus dem Staub macht. Ja, so